So, meine lieben Freunde, hier kommt der erste Teil. Eine Ergänzung zu einem Wunsch. Eine Ergänzung zu einem Wunsch, wo das hinführt, was passieren kann, welche Gefahren man ausgesetzt ist. Ich wollte ja mehrere Videos machen, auch so 30 Minuten. Und dann wäre das alles auch besser gewesen für viele andere Menschen auch, für mich persönlich aber auch. Und meiner Meinung nach eine Doppelmoral, wo ich jetzt nicht weiß, ob das Wort Doppelmoral richtig angebracht ist, ob das dahin gehört oder nicht. Da bin ich jetzt überfragt, muss ich euch ganz offen und ehrlich gestehen. Wir müssen mal schauen. Fakt ist, ich werde euch hier ein paar Sachen mit reinmachen. Auch mit Statista. Da könnt ihr mal bei Statista nachgucken. Und dann werdet ihr mal viel sehen. Ich frage mich, ich stehe voll hinter euch, was Anne Wünsch angeht und all diese jungen Menschen, die dort im Insta sind, YouTube oder wo auch immer, und die hingehen und für Only und OF und so Werbung machen. Ich stehe da 1 Million% hinter euch. Gar keine Frage. Doch da tut sich etwas auf bei mir, wo ich mich frage, warum da so heftig und das in ja, wie sagt man, Shitstorm-Art? So, und ach, ist die scheiß Kippe wieder aus. Ey, kauft ihr hier keine Kippen? Ich muss auch unbedingt aufhören zu rauchen. Kauft ihr hier keine Kippen? Die sind alle zwei Sekunden aus. Und da, wo es eigentlich wichtig ist, wo ich euch das jetzt gleich hier zwischenlege, da kommt nichts. Da kommt nichts. Und wenn dann minimal, dann nur da, wo was passiert, aber im Großen und Ganzen gar nicht. Und das ist so ein Ding, dabei finde ich das, was ich euch jetzt gleich hier reinpacke, alles millionenmal schlimmer. Millionenmal schlimmer. Und weil das so ist, ist das für mich so komisch. Ja, das sind so die Anfänge, Anne Wünsch und so, die Richtung. Aber die andere Seite, die ich euch gleich aufzeigen werde, ist die für mich perversere. Ganz klar. Erzähl mir doch bitte nichts von Rechtsstaat hier. Staatsanwalt vergewaltigt 8-jährigen Sohn. Nicht ein Tag in Haft, nur Bewährungsstrafe für Philipp M. Easy peasy. So, was sagt ihr denn jetzt dazu? Das ist ein Staatsanwalt, der geht mit Bewährung nach Hause. Was sagt ihr denn überhaupt dazu? Zu dem, was in Statista drin steht und was jetzt in Speyer los war, auf diesem katholischen Fest, ja, Karnevalsfest oder wie das heißt, ja, katholisches Karnevalsfest war das. Was sagst du denn dazu? Da höre ich nie so viel Shitstorm. Und ist es da nicht angebracht? Ist es da nicht angebracht, dass da sich mal endlich das Volk, die Gesellschaft zusammentut und da mal richtig für in die Breschen geht? Ich habe euch ja gesagt, ich mache euch hier noch mehrere Dinger. Auch Knast-Stories, was alles in den Knästen so passiert ist und so. Und was da für Leute sitzen und was da passiert so mit den Leuten. Früher und heute. Und dann werdet ihr mal eine andere Sichtweise der Dinge bekommen. Und ich komme damit, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, alles sowieso immer meine persönliche Meinung und Erfahrung. Entschuldigung. Ich komme damit persönlich nicht klar, dass über solche Fälle so wenig berichtet wird, dass ganz schnell wieder in eine Versenkung geht und die Täter eigentlich recht harmlos bestraft werden oder wieder laufen gelassen werden oder Bewährung kriegen oder eine ambulante Therapie kriegen. Noch nicht mal eine stationäre, noch nicht mal irgendwo in der Psychiatrie landen. Nur in richtig heftigen Fällen. So, und da komme ich eigentlich nicht so richtig mit klar, muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen. Und ich komme auch damit nicht klar, dass die Bevölkerung dafür nicht aufsteht. Weil wenn du dir die Statistiken anguckst, Junge, da wird dir aber schwindelig. Da wird dir aber schwindelig. Und das sind so Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen und die ärgern mich auch enorm. Ja, es gibt weißer Ring und hast du nicht gesehen, und Frauenhäuser und, aber
Damit ist es doch nicht getan. Damit ist es doch nicht getan. Und wenn ich mir dann angucke, wie die Täter vor Gericht behandelt werden und die Opfer vor Gericht behandelt werden, boah Junge, dann komme ich auf Zündung. Dann komme ich richtig auf Zündung. So, und deswegen, ich wollte ja mit euch mehrere kleinere Videos machen, so 30 Minuten. Und deswegen wollte ich euch das mal alles vernünftig auseinanderlegen und euch das mal vorlegen, weil mich da auch eure Meinung zu interessiert. Und mich auch interessiert, wieso ist das so ein Phänomen? Ich will die Anne Schlütze nicht in, oder diese Personen überhaupt generell, die das machen wie Anne Schlütze, ich nehme die hier nicht in Schutz. Aber mich interessiert auch von euch, warum wird über eine wie Anne Schütz so ein ja quasi Theater gemacht? Ich ja auch. Und über die anderen so, was für mich tausendmal schlimmer ist, überhaupt nicht. Ja, da ist der feine Unterschied. Die eine wirbt, die anderen sind Täter. Da ist der Unterschied, ganz klarer Fall. Und das sind eigentlich zwei Paar verschiedene Schuhe. Aber das, was ich euch jetzt hier vorlege, ist doch meiner Meinung nach tausendmal schlimmer und schrecklicher. Und die Opfer. Ja, Junge. Ich habe euch ja gesagt, ich mache euch Videos, was für Frauen ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und was für Täter ich in der Knesse kennengelernt habe und so weiter. Und was auch mit Täter in der Knesse passiert. Und heute werden sie ja in der Knesse geschützt. Ne? Die kriegen ja ihre eigene Abteilung. Da kommst du nicht mehr dran wie früher. Da kommst du nicht mehr dran. Früher, da haben die auf die Fresse gekriegt, lang und schmutzig. Da haben die Einzelduschen gekriegt. Da haben die Einzelfreizüge gekriegt. Ja klar, Junge, die sind totgeschlagen. So, und heute ist das so, dass die eine eigene Abteilung haben. Und du so gar nicht mehr an die dran kommst. Und wenn du denen nur eine einzige Ohrfeige gibst, dann kriegst du direkt ein Jahr Knast mehr. Ja, ich stand dafür vor Gericht. Ich weiß das. So, ich habe nämlich im Knast einen weggeklatscht. So, und da stehst du dann vor Gericht und dann kriegst du ein Jahr mehr. So, und bei mir war das zum Glück so, dass viele zu meinen Gunsten ausgesagt haben, das Verfahren wurde eingestellt. Ja, so ist das. Das heißt also, diese Täter werden eigentlich noch geschützt. Gut, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, die sind bestraft, kommen im Knast, müssen jetzt gucken, dass sie da, was weiß ich, therapiert werden oder sonst was. Wobei ich immer Zweifel dran habe, dass solche Menschen therapiert werden können. Ich war auch im Knast mit dem, der hier die Straßennoten im Ruhrgebiet umgebracht hat. Mit dem war ich auch da im Knast. Für den Penner hatten sie mich ja verhaftet gehabt, die blöden. Ich hätte jetzt gerade was gesagt. Boah, gut, dass ich mich da gefangen habe. Die haben mich für den verhaftet. Muss ich mir vorstellen. Jo, da erzähle ich die, aber die Storys erzähle ich euch alle. So, und ich finde, die Vergewaltiger, die Kinder missbrauchen, die Frauen abstechen und so weiter und so fort. Leute, pass mal auf, ich habe schon echt ein krasses Leben hinter mir. Echt ein krasses Leben. Ich bin seit 2007, mache ich gar nichts mehr. Das sind jetzt, ich glaube, 17 Jahre, ne? Ja, 17 Jahre. Mache ich überhaupt nichts mehr, gar nichts. In der Richtung habe ich sowieso nie was gemacht. Aber ja, auch so Leute wie ich, die können sich ändern. Dauert aber lange, viele, viele Jahre. Und solche Leute, die ich jetzt hier anspreche, die können sich meiner Meinung nach nicht ändern. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn ich euch erzähle, was ich mit diesem Typen da, der da die Straßenhuren umgelegt hat, weil ich mit dem alles so erlebt habe. Ich habe ja ein paar Mal mit dem gesprochen, auch im Knast. Junge, Junge, Junge. Der sagt selber, er darf nie wieder rauskommen. Der holt sich direkt die nächste. Sagt er selber, das muss er mal reintun. Aber wenigstens ehrlich, ne? Auf jeden Fall, da werde ich euch auch mal so einiges zu erzählen und zu ganz vielen anderen Leuten, die im Knast sind. Auch hier Gladbecker Geiseldrama, die beiden Affen, Rösser und Degowski, mit denen war ich auch in die Kiste. Den einen habe ich direkt Sprechverbot verpasst. Junge, hätte er mich noch einmal angequatscht, den hätte ich ausgenockt. Ja, ist einfach so. Es gibt Regeln auch im Knast. Gibt auch eine Hierarchie. Und die einen Leute sind beliebt, die anderen Leute sind nicht beliebt.
Und dazu werde ich euch einiges machen. Und jetzt gleich mache ich euch hier einen Ausschnitt rein vom Tim Kellner und einen Ausschnitt rein von die Nachrichten, die Welt, glaube ich. Bei der Faschingsparty der katholischen jungen Gemeinde in Speyer sollen drei junge Männer eine 15-Jährige vergewaltigen. Ich verlinke dir aber auch alles. Und dann diese Statistiken. Und dann könnt ihr mal sehen, das glaubt ihr gar nicht. Pass mal auf. Dann könnt ihr mal sehen. Guck mal. Wie viel Prozent Zwangsprostitution gibt es in Deutschland? In Deutschland gibt es angemeldete Prostituierte zurzeit 23.700. So, das sind die angemeldeten. Maximal 10% der Frauen sind wirklich freiwillig Prostituierte. Das muss doch alles sagen. Das muss doch absolut alles sagen. Dann haben wir hier Statista. Da werde ich euch das Anzahl der polizeilich erfassten Kinder, die offiziell Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, von 2011 bis 2022. Das sind, hier stehen die ganzen Paragraphen, 17.168 Kinder, die polizeilich erfasst sind. Liebe Leute, das ist nicht die Dunkelziffer. Und ihr wisst, die Dunkelziffer, die ist immer weit hoch, weit höher. Dann habe ich hier Statista auf, die Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 2011 bis 2022 überhaupt an Menschen sind 11.896. Habt ihr da noch Fragen? Nee, ne? Habt ihr da noch Fragen? Ich verlinke euch das gleich hier drunter. So, dann könnt ihr das sehen. Und da finde ich, weiß ich nicht, vielleicht denke ich auch falsch. Vielleicht ist mein Empfinden auch falsch. Da würde ich gern eure Meinung zuhören. Ihr habt jetzt gerade die Zahlen von mir gehört, auch jetzt vor ein paar Tagen der Staatsanwalt wieder. Ich persönlich kenne ganz, 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 ganz viele Fälle, wo Staatsanwälte, Richter, Anwälte, Doktoren, Professoren, Ingenieure, Architekten, und so weiter und so fort, ganz gewaltig in Spiele drin sind, wo dir schwindelig wird, wo viele Menschen sagen, pass auf, ab auf dem Stuhl. Ihr seht die Sache hier mit Marc Dutroux, ihr seht die Sache mit Jeffrey Epstein, das geht bis hoch in die Königshäuser. Ihr seht, was selbst bei uns in der Politik passiert und nicht aufgearbeitet wird. Ihr seht, bei wem in der Politik hier bei uns, der ist ja jetzt rausgeworfen, aber der wird ja jetzt bald wiederkommen. Da haben wir ja die ganzen Kinderpornobilder auf dem Computer gefunden, aber jetzt ist das ja nur noch ein Vergehen und keine Straftat mehr. Mal gucken, wann der wieder in der Politik sitzt. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Weg, wo ich eigentlich in Verbindung mit einem Wunsch, wo ich mit euch hin wollte, weil für mich ist das alles ein Kreislauf. Für mich ist das alles ein Kreislauf, alles geht Hand in Hand und das eine schließt das andere nicht aus. Und weil das so ist, wollte ich euch ja auch mehrere Videos machen. Ich wollte das ja alles vernünftig aufsplitten. Ich muss euch zu meiner Schande auch gestehen, ich bin hier so ein bisschen überfordert mit diesem Videoprogramm und Aufnahmeprogramm. Manchmal spielt der nicht so mit, wie ich das gerne hätte. Aber ich versuche das, ich gebe mir Mühe, dass ich das hier alles vernünftig in die Reihe kriege. Weil ich habe da auch sehr großes Interesse dran, mich mit euch auszutauschen und eure Sichtweise der Dinge zu sehen. Und da würde ich euch auch bitten, mir mal unten drunter zu schreiben, was ihr überhaupt dazu sagt, was ihr davon haltet. Ich habe in meiner Vergangenheit, habe ich vorhin ja schon angesprochen und im letzten Video auch, ganz viele Frauen kennengelernt, die berufstätig waren, die nicht mehr zu Hause wohnten, die dann 35 Jahre alt waren, die jahrzehntelang vergewaltigt wurden zu Hause vom Vater. Ja, ja. So, und oder sich dann geopfert haben für die andere Schwester und dann wurden trotzdem beide vergewaltigt. So, da ist dieser Fall, den ich euch da geschildert habe, wo die Kleine leider vom Zug gesprungen ist, das ist nicht der einzige. Und das sind alles Frauen oder junge Mädchen, junge Damen, wie auch immer, die haben keine Anzeigen gemacht, ne?
Die haben alle, wo ich die kennengelernt habe, die hatten alle keine Anzeigen gemacht. Die haben die alle nicht vor Gericht gestellt. Ja, und da sage ich euch, tja, bei mir persönlich, meine Einstellung, Leute, pass auf. Leute, pass auf, da gibt's keinen Spaß. Da gibt's gar nichts, da gibt's nur eins. Für mich persönlich gibt's ja nur eins. Ihr kennt meine Einstellung. Ich war selber krass. Ich habe selber andere Dinge gemacht in meinem Leben. Ich habe krasse Dinge gemacht in meinem Leben. Richtig krasse Dinge. Und wenn ich heute, aus der heutigen Sicht, mich mein Leben Revue passieren lasse, dann sage ich euch ganz offen und ehrlich, dann hätte ich auch keine Chance verdient. Ich habe mich, habe ich euch auch schon mal in einem Video erklärt, quasi selbst therapiert. Diese ganze Therapie-Scheiße und so weiter, die hat nicht das gebracht, was einem da vorgegaukelt wird zu Themen Therapie und so weiter. Da sage ich euch auch eine ganze Menge. Alles nur Kohlemacherei, nichts anderes. Alles nur Kohlemacherei. So, und damit möchte ich das jetzt hier abschließen. Und wir sind jetzt auf 13 Minuten, das geht eigentlich. Dann kann ich die beiden anderen Sachen noch da reinschneiden. Und euch die Statista unten drunter verlinken oder da drin verlinken in diesem komischen Kästchen da vorne. So, und dann möchte ich jetzt gleich noch ein kurzes Statement abgeben, ob das angebracht ist oder nicht. Müssen wir mal gucken, müsst ihr entscheiden. Ich bedanke mich, ich wünsche euch was und ich sage bis gleich mal.